Oder ich baue ein Bahnsystem zwischen beiden. Ich habe ja auch genug Schienen. Das ist nur die Frage. Na doch, mit diesen motorbetriebenen Dingern würde es gehen. Ja. Mann, da haben wir heute ja wieder viel geschafft. In dieser Folge. Die jetzt noch knappe 9 Minuten andauert. Ach ja. Verdammt. Sü. Achso. Ein primitiver Schutz zur Eingangsübernahme. So. Ich weiß immer noch nicht, was hier oben... Ich will eigentlich nicht den Himmel abdunkeln. Das würde bedeuten, ich müsste hier Glas machen. Oder ich mache... Warte mal. Ich mache Glas und dann mache ich Wasser in der Mitte mit Wassereimern. Das würde bedeuten, das würde hier runterfließen. Und dann hier drüben könnte man es ja kanalisiert runterfließen lassen bis zum Meer. Man könnte durchgucken und es würde nichts drauf spawnen. Und hätte einen schönen Blubber-Effekt und es sähe auch cool aus. Und man könnte noch gut durchgucken. Ich glaube, das mache ich also ähnlich wie dem Gang in der ersten Welt. Dafür brauche ich Glas und für Glas brauche ich Sand. Und Sand sehe ich da drüben. Auch ein Creeper. Zugemacht habe ich? Ja, zugemacht habe ich. Ich bin ja zum Glück noch nicht ganz tot. Ein bisschen hungrig vielleicht, aber auf jeden Fall nicht tot. Ihr seht, ich habe mein Schwertchen wieder. Mein Schwertchen mit Rückstoß. Yay. Oh, Eier. Also ein Hühnerspaßbad wollte ich jetzt auch schon immer mal haben, aber irgendwie... Ach, da geht es sogar rein in eine Höhle. Da oben, das lädt eigentlich auch dazu ein. Also abgesehen davon, dass es dazu einlädt, etwas zu tun. Nein, es lädt dazu ein, das umzubauen. Das Gebiet hier drüben. Also auch hier oben sieht man da schon wieder was drin, ne? Da könnte man auch einen schönen Raum draus bauen. Ja, gut. Weiter im Text. Leck haben wir. Sogar zwei. Wow. Wir slayen jetzt hier mal keine Tiere, weil wir brauchen sie ja später noch. Wir müssen auch Kühe organisieren und so weiter. Jetzt müssen wir erstmal darüber zum Sandstrand, der irgendwie an ein Schneebiom angrinst. Interessante Map-Zusammenstellung. Aber ja, wir nehmen, was wir kriegen können. Ah, das sind auch Schweine. Ja, gucken wir uns das gleich mal von hier drüben an. Im Endeffekt könnten wir ja hier unten durchbuddeln, durchs Meer oder so. Um hier hinzukommen. Ach, alles jetzt da. Ach, das Schwein steht da oben an der Kante. So, mehr Sand. Mehr Sand. Sand, mehr. So. Hochkonzentriertes Sandfarming. Es tut mir leid. Jetzt denke ich gerade darüber nach, wie ich die Maus denn am optimalsten führe, um möglichst viel Sand in möglichst kurzer Zeit zu erwischen. Das ist das alte Problem, ne? So. Genau. Was
passiert, wenn man es nicht so genau durchplant, habt ihr eben gerade gesehen. Das dauert echt ewig. Die Schaufel immer wieder neu ansetzen muss, um mehr Sand auf die Schippe zu kriegen. So. Ja, wir können das Gebiet ja gleich fluten, wenn wir damit fertig sind. Ist jetzt nicht so viel Sandstrand, aber wir lassen das einfach mal so als Abraumhalde, würde ich sagen. Man darf ruhig sehen, dass wir hier gearbeitet haben. Darf man ruhig. So, Schweinchen. Schieb mal deinen Erschler weg. Die nächste Schaufel durch. Eisen habe ich jetzt auch nicht da. Also ich glaube, ich komme wirklich nicht drum herum, nochmal zum alten Lagerhaus rüber zu rennen und mir doch noch ein bisschen was rüber zu holen. Also auch das mit dem Sand jetzt hier. Drüben haben wir auch noch so viel Sand liegen. Oder zumindest Glas, wenn es kein Sand mehr ist. Oh, voll. Wow. Ich will davon jetzt eigentlich gar nichts wegwerfen. Naja, gut, hier, die braucht keiner. Ach du, vielleicht brauche ich... Ah, verdammt, ich habe ja nichts mehr hier. Ah, ich werde schon wieder inkonsequent hier. Vor allem habe ich vorhin meine Taschen nicht leer gemacht. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so einen Einfluss haben könnte. Töte. This might have such a big influence on the whole situation. You know, my dearest friends. Ja, mal gucken. Ja. Oh ja. Hui, hui. Achso. So. Schneebälle. Flint können wir noch mit einpacken, jetzt wo die Schaufel kaputt gegangen ist. Und ja, viel Arbeiten macht viel Hunger. So, hungern wir mal nicht so lange. Ach, von hier aus sieht man das gar nicht. Das Gebiet, wir sind da, da unten sind wir. Wir müssen auch noch diesen Raum da oben erschließen. Alles klar. Gehen wir erstmal wieder zurück, wir produzieren ein wenig Glas, hier sehe ich auch noch Sand, also Sand gäbe es und auch hier unten gäbe es jede Menge davon, Clay sehe ich auch. Ach, können wir mit diesem Wooden Door Trick Farm gehen. Die beiden Ressourcen. Mal gucken. Ob es denn wirklich dazu kommt. Aber ich sehe hier gerade, die letzte Minute bricht an. Und wenn die letzte Minute anbricht, sollte man die Zeit sich nehmen, um abschließende Worte für das eben Gesehene und das Erlebte zu finden. Mir bleibt da nicht viel zu sagen, außer würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen in einem der nächsten Let's Plays, die aller Wahrscheinlichkeit nach... Cool, da ist das Gras drüber gewachsen. So circa im August diesen Jahres hochgeladen werden oder so. Ich weiß nicht, ob ich die Frequenz jetzt aufrechterhalten kann, die ich gerade an den Tag lege. Das waren jetzt einfach mal irgendwie zwei Abende, an denen ich mal echt ein bisschen Zeit hatte, ein bisschen Luft. Und habe sie sofort genutzt, um für euch Let's Plays aufzunehmen. Also, wie geil ist das denn? Ne? Ich meine ja nur. Wir beladen noch mal kurz den Ofen. So, noch mal und noch mal und ja, von mir aus auch gerne noch mal. So, Kohle haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Musik ist aus.
ich bin raus. Die Sache ist vorbei. Und wir haben bald Glas. Und wir haben Glas. Und dann können wir das hier oben ein bisschen verglasen und machen die Geschichte, die ich erwähnte mit dem Le Wasser. Und da müssen wir auch noch. Och, wir haben so viel zu tun auf einmal. Hier jetzt in Folge 100 plus X. Weil wir ja quasi, aber auch nur quasi eine neue Staffel bekommen, haben immer wieder mit der Möglichkeit zurückzuschreiten zu alten Gefilden, falls uns da noch was einfällt, was wir korrigieren wollen. Und ja, Minecraft bauen und was ich nicht, viele Ideen, viele Möglichkeiten. Ihr werdet sie erleben. Aber nur, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, Planlosigkeit in Klötzchenform. Let's play Minecraft with me. Me, the only Mokatos in place. Yay.